Herzlich willkommen bei Gravities. Wir sind immer noch auf der IFA für euch unterwegs und jetzt am Stand vom Libraton. Und bei mir ist der Christian und der wird mir jetzt ein bisschen was zu dem Line-Up hier auf der IFA erzählen. Lieben gern. Wir haben in diesem Jahr ein sehr, sehr schönes Line-Up. So viel darf ich erst mal sagen. Bei uns ist der Fokus insbesondere auf unserer ZIP und ZIP-Mini-Familie, die wir vor 2 Jahren schon eingeführt haben. Dieses Jahr kommen neue Themen hinzu. Bei uns ist das ganz besonders das Thema AirPlay 2, also die Multiroom-Fähigkeit von Speakern auf WLAN-Basis mit Apple-Hintergrund. Und auch das Thema Alexa-Sprachsteuerung ist ein sehr, sehr wichtiges für uns. Unsere ZIP-Speaker werden im Herbst für diese Themen upgrade-fähig oder update-fähig. Und insofern haben die Kunden die allerneuesten Standards mit den bestehenden Line-Up. Ja, ihr seid auch gerade, Stichwort AirPlay 2, eine der wirklich wenigen Hersteller, die das von Anfang an unterstützen. Ja. Wie kam es denn dazu? Na, die Firma Libraton, da muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, ist ja 2009 entstanden, im engen Schulterschluss mit Apple. Die ersten Libraton-Speaker waren sogar nur AirPlay-basiert und Bluetooth kam dann erst später. Wir haben das bis heute durchgehalten, sind, wenn man so sagen darf, im Moment fast die einzigen im deutschen Markt, die das Thema AirPlay forcieren und damit eigentlich auch die ersten, wenn es jetzt darum geht, in die nächste Generation wieder mit einzusteigen. Freut uns natürlich sehr und beweist uns, dass wir damals schon die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Neben Technik ist ja auch Design ein Schwerpunktthema bei euch und habt ihr auch dieses Jahr wieder ein paar neue Cover für die ZIP-Lautsprecher? Definitiv. Bei uns ein ganz wichtiges Thema, dass man die ZIP-Familie individualisieren kann und immer wieder dem neuesten Geschmack gerecht macht. Wir haben eingeführt die ZIPs jetzt mit den Covers in Pastel Blue und in Nude. Und das ist immer so ein Thema, wo unsere Designer dann eben auch schauen, was sind eigentlich die Trendfarben, was sind die Farben, die im Moment im Fokus stehen. Und so habe ich einen tollen Speaker immer wieder in der aktuellen Farbe. Wunderbar. Ich bedanke mich für das Interview. Und wenn ihr noch auf der IFA seid, schaut gerne bei Libraton vorbei. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.